Dead Zone am Mikrofon, Leute, und ich habe es endlich geschafft, mir den epischen in der neuen Season zu holen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von den neuen Season-Sachen haltet. Ich finde es eigentlich relativ cool, könnte noch eine geilere Map sein, aber die kriegen wir ja dann auch im neuen Chapter. Dafür müssen wir uns gar nicht mehr so lange gedulden. Soweit ich weiß, kommt die ja Ende diesen Jahres auch raus. Hier habe ich auf jeden Fall eine 10er-Bomb hingehauen und habe mir den epischen Sieg in die Tasche gesteckt. Ihr seht hier den ersten Kill. Der war eigentlich noch ganz flott. Dann habe ich mir hier, glaube ich, die Sachen aufgesammelt und einen Dino schlüpfen lassen. Damit bin ich dann weiter. Also ich bin hier eigentlich relativ aggressiv vorgegangen. Und immer, wenn ich unterwegs einen gesehen habe, wie hier jetzt den 5. Kill, direkt ausgestiegen. Zack, habe ich mir ihn geholt. Am Ende werde ich euch auch nochmal zeigen, wie sieht der Siegeskleider von dieser Season aus. Ich finde den auch nicht so wild. Aber wie gesagt, ein Geschenken-Gau schaut man auch nicht ins Maul. Deswegen nehmt euch den auch mit. Gearbeitet habe ich in der Runde sehr viel hier mit diesen Impulsgranaten, die empfehle ich euch eigentlich auch. Da könnt ihr immer sehr gut mit escapen oder auch gut mit pushen, je nachdem in welcher Lage ihr seid. Hier habe ich sogar meinen Highground aufgegeben, weil ich aber irgendwie gemerkt habe, der Gegner ist jetzt so nicht gerade so heftig. Aber meistens kriege ich doch relativ krasse Lobbys, weil ich doch im Konto-Level ziemlich hoch bin. Ja, jetzt hatte ich hier die Insel besucht, wollte mir noch geilen Loot absnacken. Und dann sehe ich hier in der Tür sitzt hier noch so ein Kerl, gut, versucht dann unten auf die Füße zu schießen, macht ein bisschen Damage. Und dann bin ich hier noch unglücklich hängen geblieben, aber rein da, weil ich hatte ja auch die goldene Pump und dann ganz easy die Kills hier gemacht und schön eine Krone mitgesnackt, damit es auch direkt mal ein Kronensieg wird. Ja, dann hatte ich hier einen guten Endfight. Ich bin hier oben auch relativ hoch gelegen, konnte von da eins snacken. Ja, wie finde ich das Doppelmagazin-Sturmgewehr? Es geht eigentlich, also mit dem Punkt ist schon cool, aber ich sage euch ehrlich, die MK7 fehlt mir schon ein bisschen hier. Dafür finde ich hier dieses Impuls-Mini-Gewehr ziemlich geil. Damit kann man nämlich auch ganz coole Shots machen. Ja, jetzt ist der Gegner hier relativ weit von mir entfernt. Der hat auch eine Snipe gehabt. Das ist natürlich auch relativ heavy. Wenn er mir jetzt einen Headshot gedrückt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch dann schon der Loser der Runde. Aber direkt hier mit den Impulsgranaten, wichtiger Push. Zack, hoch und anvisieren und bam, direkt einen Hit gedrückt und den Rest mit der coolen kleinen neuen MP gemacht. Und dann hier nochmal ein gezielter Shotgun-Schuss und schon war der epische Sieg mein. Das war eine 10er-Bomb, auf jeden Fall nicht schlecht. Ich feiere es und dachte, ich share das mal mit euch. Und jetzt will ich mir zusammen mit euch mal noch hier diesen neuen Schirm angucken. Witzigerweise wurde er mir nicht direkt angezeigt, als ich aus der Runde kam. Das ist ein Fehler vom Spiel. Dann geht einfach auf euren Spind, guckt bei kürzlich erhaltenen Kleidern und dann könnt ihr ihn dort auswählen. Oder ihr startet das Spiel neu, dann wird es euch auch nochmal angezeigt. Finde ich jetzt auch nicht so wild, aber geschenkt ist geschenkt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr neu seid, droppt ein Abo. Wir sehen uns, meine Freunde. Haut rein, bis dahin.